Kipphaster Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding und zu einer weiteren Folge Was hältst du davon, Coach? Reactions! So, wir sind wieder am Start und ähm, ich weiß, bekommt nicht jeder immer alles mit, deswegen gab es auch manche Fragen, äh, warum ich mir so eine doofe Frisur zugelegt habe, auf gut Deutsch. Ich hatte eine Haartransplantation deswegen sieht das jetzt so aus, dass es jetzt quasi noch im Entstehen und ich begrüße den lieben Emil wieder an meiner Seite. Servus, mein Videografen und Produzent und ich sehe ein recht verstörendes Bild. Ja, Mann. Mike, herzlich willkommen bei dem Format. Was hältst du davon, Coach? Für diejenigen, die das noch nicht kennen, in diesem Format zeige ich Mike TikToks, Shorts, Reels, kontroverse Themen mit Bodybuilding, ohne Bodybuilding. Mit komischen Aussagen ohne komische Aussagen. Fällt dem eigentlich ein, über irgendwas zu reden, das nicht mit Bodybuilding zu tun hat? Was fällt dir ein, das Fällt ich dem eigentlich an. ein. <laughs> Schuster bleibt bei deinen Leisten. So sieht's aus. Auf jeden Fall habe ich heute was vorbereitet. Ja. Das Bild, was, was siehst du? Ich sehe ein Stück Fleisch, mhm. offensichtlich Hähnchen, mhm. auch spektakulär durchgefärbt. Weiß nicht, ob es noch gut ist. Dann ähm, sehen wir offensichtlich. Trembolon, also eine gelbliche Flüssigkeit, wobei das ja nicht immer sein muss. Ähm, und eine Spritze. Und die Vermutung liegt natürlich nah, dass eventuell hier, also entweder er spritzt sich das beim Essen oder beim Essen zubereiten. Aber da die Fläschchen auch damit auf dem Brett sind, glaube ich, das wird da reingespritzt. Okay, okay. Ich verrate wie immer nicht zu viel und lass dich gucken. Und danach möchte ich deine Meinung dazu wissen. Das Video heißt Chicken on Trend, also verrät auch was, ne? Okay. <laughs> Let's go. Let's go. <laughs> nice, so vielfältig einsetzbar. Das braucht auch keine Worte. Das braucht keine Worte. Okay. Du kannst gerne mal ähm, auf seinem TikTok-Account gucken. Da sind mehrere Videos. Aha. Das war ja relativ kurz jetzt. Ja. Was der so an Content. Was für ein toller Influencer das ist. Es <laughs> geht also weiter, ja. 2,9 Millionen, 8,4 Millionen. Ist der neu? Weil die Follower sind noch nicht entsprechend, ne? Seiner, seiner Likes hier. Vielleicht will ihm auch keiner folgen. <lacht> <lacht> okay, was ist hier mit McDonald's los? Ah, okay. Ja, ich verstehe schon. Ist natürlich auch immer schön gecuttet. Ne? Also, ist schon klar, dass der das so nicht ist oder dass das halt normales Öl ist, das da drin ist. Das ergibt schon Sinn. Okay. Jetzt natürlich, abgesehen davon, dass das echt weird ist, ich halte das halt für Entertainment. Ne? Also, Entertainment ist insofern erstmal valide, finde ich wirklich. Ich finde, wenn was witzig ist, wenn was äh, Humor hat, dann ist das in Ordnung. Und ich finde wirklich gerade das, was wir uns jetzt angeguckt haben, das hier, das ist ja auch originell. Also, er hat sich ja schon ein bisschen guck mal, er hat sich ein bisschen Gedanken gemacht. Da ist ja Öl drin. Ne? Mhm. Deswegen kann ich damit wohl auch Fleisch braten. Dann wird das Fleisch sicherlich noch anaboler. You know, ein bisschen obendrauf. Und dann schmeckt das entsprechend lecker. Ja, ich glaube, dass, ähm, dass das nicht echt ist. Darüber brauchen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten. Ja, ja, das ja ist, es wäre halt schockierend, wenn das echt wäre. Wir hätten jetzt so einen richtig krassen Aufhänger nehmen können. Oh mein Gott, er ist Trembolon. Ja. ja. Aber ist ja Quatsch. Er brät mit Trembolon oder keine Ahnung. Ja. Ähm abgesehen davon dass es jetzt also wir gehen davon aus dass es nicht echt ja klar was hältst du davon dass er so einen content macht gibt es denkst du es gibt leute die denken dass es ist echt und machen es auch boah oh, das ist so schwer weil also gerade oh ich will jetzt niemanden zu nahe treten aber gerade auf TikTok habe ich das gefühl der IQ ist deutlich geringer als auf Instagram ja muss ich wirklich sagen auch die, das Niveau der Kommentare ist nochmal ein ganz anderes mhm. das Niveau des Contents halt auch es ist äh, sehr viel kürzer sehr viel nonverbaler. Man muss sich dabei gefühlt nicht, nicht also geistig anstrengen. Es ist größtenteils Bullshit-Content. Das ist dumm. Der verdummt, oft. der dumme Menschen noch dümmer macht. Richtig. Und das ist absichtlich von dem Gründer von TikTok, also gibt's ja so Aussagen, ne, dass hm. man in China bei TikTok Wissenscontent vorgeschlagen bekommt. Ne? Das ist ja auch, glaube ich, Fakt. Das also, habe ich auch schon ganz oft gehört. Ich weiß aber nicht, ob es stimmt. Also, dass es dort sogar so ist, dass das äh, limitiert ist, eingeschränkt ist. Du genau. kriegst gar nicht so dumme Sachen äh, auf TikTok dort. Das geht gar nicht. Ne? Ja, ja. Und auch der Gründer von TikTok hat selber gesagt, dass seine Kinder nicht bei TikTok surfen dürfen. Und ja, dort gibt es Wissenscontent und wir kriegen hier ja, Dreck. den größten Bullshit, dass wir alle noch dümmer werden. Das ist zumindest eine der Theorien. Also, Fakt ist, ja, ich würde sagen, wenn man sich anguckt, was TikTok ist, wundert mich dieser Content nicht. Das mhm. ist das erste. Das zweite ist, ich muss sagen, wahrscheinlich, weil ich persönlich auch viel näher im Thema drin bin, kann ich darüber. Also, ich finde es originell und ich finde es witzig, muss ich ja. wirklich sagen. Er hat ja. sich da Gedanken gemacht, auch wenn es dumm klingt. Und er hat äh, er hat witzigen und polarisierenden Content erfunden. Also rein, wenn man von Marketing ausgeht, hat das, hat das total klug gemacht. Mhm. Es polarisiert. Es ist witzig und es schockiert halt. Es ist wirklich so, dass du, also du musst dir das angucken. Du willst das sehen. Ich glaube, wenn du das einmal siehst, wie das losgeht, du kannst, du bleibst auf jeden Fall drauf. Mhm. Deswegen hat er halt diese Klicks. Und es wird halt die andere Seite gibt, die sagt, oh mein Gott, wie kannst du so ein Content machen, das verharmlost. Aber da sage ich ganz ehrlich, es gibt halt Content, das ist, das fällt für mich fast schon unter Satire so. Mhm. Das ist in meinen Augen, ist das nicht verherrlichend. Ich finde das einfach nur witzig. Aber irgendwo schon gefährlich vielleicht auch, oder? Also wenn es von... 8 Millionen Leuten, die das jetzt gesehen haben. Ja. Wenn es zwei Stück davon gibt, die das dann wirklich machen. Ah, glaube ich nicht. Bei 8 Millionen Leuten, du weißt, was es für dumme Menschen auf dieser Welt gibt. Du, du musst dir nur 100 Leute angucken, da findest du fünf Leute, die extrem dumm sind. Schreibt mir mal eure so. Meinung in die Kommentare, ob ihr wirklich glaubt, dass es Menschen gibt, die das nachmachen. Wirklich jetzt. Also von 8 Millionen Leuten, glaube ich, safe sind da sogar Tausende dabei, die, die das äh, für echt. Empfinden. Also die denken, das ist wirklich echt. Hunderttausende vielleicht sogar bei so vielen. Sein also Video mit den meisten Klicks hat 17,2. Das ist das hier. 17,2 Millionen. Mhm. Wir haben schon wieder. <laughs> das ist mein Scheiß. Okay. Geil, wie das so knuspert dann, ne? Das <laughs> ist halt auch Öl, ne? <laughs> ja. Das ist auch so satisfying, dieses Geräusch. Und na gut, jetzt macht er sich halt Ei damit. Ja, also. Ich weiß, es ist halt auch wirklich so dumm irgendwie, ne? Er ist wirklich so dumm und so hängen geblieben. Also ich weiß, ich ich, ich glaube, ich möchte nicht daran glauben, dass es Menschen gibt, die das nachmachen, möchte ich nicht. Ich möchte auf jeden Fall eure Meinung in den Kommentaren hören, ob ihr allen Ernstes glaubt, dass es Menschen gibt, die das so für vollnehmen, dass sie es nachmachen. Aber dann dürftest du ja, ich weiß, das ist jetzt whataboutism, mhm. aber es ist an dieser Stelle absolut berechtigt. Dann ist natürlich die Frage, was darf man denn dann überhaupt noch senden? Ja. Weil, also wenn du immer das Problem ist, du musst es andersrumdrehen. Wenn du davon ausgehen musst, dass es immer einen Menschen gibt und den wird es immer geben, der so dumm ist, dass er das im ersten Moment glaubt, mhm. ob es ob's im Endeffekt darauf hinausläuft, dass er es nachmacht oder nicht, das wird sich zeigen. Aber wenn du davon ausgehen musst und willst, dass es immer so einen gibt und den gibt es tatsächlich immer, dann darfst du ja nichts mehr machen. Das, das geht halt nicht, auch nicht. ja auch ja. Du hast halt nicht vergessen, diese, diese Menschen, die das sehen, das sind teilweise Menschen, die haben keine Bildung, die, haben, die können nicht lesen und schreiben, die, das, es gibt Menschen auf der Welt, die ganz viele Analphabeten, die wirklich <laughs> mal, dumm sind. Habt ihr TikToker gerade gehört, wie Emil euch hinstellt? Das sind ja, äh, TikToker, die es, haben natürlich. keine Bildung, die können nicht lesen und schreiben. <laughs> es gibt Menschen, die leben wirklich, die haben, die waren nie in der Schule, die sind Ja, Klar gibt's die. Ja, ja, und die gucken TikTok, die haben mittlerweile alle ein Handy. Jeder Obdachlose, jeder Obdachlose hat mittlerweile ein Handy. Habe ich auch schon gesehen, ja. Das ist nichts Besonderes. Und die haben Zugriff zu diesem Content und denken sich, okay, Bro, Trembolon gibt's da. Im Chicken. Im Chicken mache ich mal rein. Ich will auch so ein Bodybuilder werden. Puh, also dann, damit wir mal der Aufklärung hier natürlich noch äh, Genüge tun. Es gibt natürlich einen Grund dafür, dass Substanzen wie Trembolon einmal in sogenannte Ester oder an sogenannte Ester gebunden sind. Nämlich ganz genau, damit man sie intramuskulär injizieren kann, damit sie dort gerecht abgebaut werden können. Je nachdem, wie die Veresterung stattfindet, also wie viele Ketten das quasi sind, desto schneller oder langsamer wird es abgebaut. Enantat, Propionat, Acetat, hast du nicht gesehen, Undekanoat, das sind die verschiedenen Esterformen. Und die machen eigentlich nur die Geschwindigkeit, wie schnell oder langsam das abgebaut wird vom Körper. Sollte man etwas oral einnehmen wollen, und dazu zählt, das hier wird ja gegessen dann muss man den Wirkstoff an einen anderen Transportstoff binden, nämlich einen Stoff, der den First Pass Effekt schafft, also den Effekt über den Magen zu kommen, den Magen zu passieren, ohne dabei zerstört und zersetzt zu werden und äh, dieser Abbaustoff, der muss dann über die Leber abgebaut werden und deswegen sind die oralen Sachen leberschädlich, ja. Auch niemals toxisch, aber das muss extra präpariert werden in eine andere Form, damit du es oral aufnehmen kannst. Sonst bringt das nichts und ist im Zweifel sogar gefährlich. Klar kannst du jede Art von Öl zu dir nehmen und da ist Öl drinne, aber der Wirkstoff selbst, was der dann oral eingenommen in deinem Organismus macht, vor allem im Magen-Darm-Trakt, das halte ich wahrscheinlich für fraglich, also für gefährlich sogar. Deswegen, ähm, also das ist Quatsch. Das sollte jedem wirklich klar sein. Das heißt, es gibt einen Grund. Warum du orale Steroide extra hast und damit sie einfach durch den Magen durchkommen. Das heißt, das ist auf jeden Fall nicht empfehlenswert sollte man nicht machen, aber ich fühle mich schon doof dabei, wenn ich das erkläre. Ja aber wir haben jetzt unsere Pflicht damit auch erledigt. ja und, klar. Äh kann keiner sagen, dass wir das jetzt verarmlos haben. Aber die, die, die harte, wirklich die harte, wichtigste Frage an der ganzen Sache hier, weil Emil sagt, es gibt Leute, die das nachmachen und ich sage auf keinen Fall. Ich, es, ich möchte auch nicht davon ausgehen, dass die Menschen so dumm sind. Ähm, ich glaube, jeder mit ein bisschen Verstand versteht sofort, dass das Satire ist, so, dass das Comedy ist. Und ich finde, in dem Segment macht er einen guten Job. Mhm. So, er ist einfach auf was Dummes, Witziges gekommen, er zieht es durch. Ähm, man müsste halt gucken, was er sonst so macht. Also ich sage, 99% verstehen es, aber dieser eine Prozent, der versteht es nicht. Und der ist so groß. Du kannst ja mal ein bisschen in den Kommentaren lesen, was, was die Leute da so schreiben, ob man da so ein bisschen rauslesen kann. Bei dem hier. Okay, aber das sind. An alle, das kann tödlich sein. Informiert euch, bevor ihr euch entschieden habt, Steroide zu benutzen. Guck mal, da hat jemand schon seine Pflicht getan. Mhm. Sei mal leise hier jetzt. So. Okay, die meisten sind natürlich in einer anderen Sprache, ne? Gewinnerfrühstück. Die Deutschen sind auf jeden Fall auch am Start. Es muss nicht schmecken, es muss wirken. Also, das ist 100% Salz und Pfeffer, bitte. 100% fassen das auch als, ähm, ja. Okay, einer, einer fragt: Can you actually take a trend like this? Ja, und das ist nur einer, der sich getraut hat zu kommentieren. Was meinst du, wie viele Leute sich nicht trauen und dann trotzdem denken, das ist vielleicht echt und machen es einfach mal so? No for it to work, it needed to be injected into a blood vessel. Das ist aber nicht cool. Die machen sich ihn lustig hier. Jetzt mhm. müssen die Muskeln gespritzt werden. Äh. Hat denn Disclaimer alles stehen in der Caption? Nee, ne? Dass es so Satire ist? Nö, nee, nö, nee, da steht nur follow me on mhm. Instagram for more cooking ich tips. Ich finde okay, wenn man Satire macht, muss man es irgendwo bitte auch kennzeichnen, weil es gibt halt diese auch wenn es 0,1% sind, die so dumm sind, die, die, die muss man einfach schützen. Auch ich, wenn sie vielleicht nicht verdient haben, geschützt zu werden. Ich würde sagen, die Smileys hier dahinter verraten es vielleicht ein bisschen. Ne? Wenn er sagt, follow me on Instagram for more Cooking-Tips, und dann ist da so ein lachendes Smiley mit dabei, dann, ist, ich finde, das kommt schon ein bisschen rüber. Mhm. Ja, Gewinnerfrühstück, Trend is Yellow. Espero que fuese de porque si era trembo. Acabos sollen wir auch mal solche Reels produzieren? Gehen Sie, gehen Sie denn bei uns auch so viral? Können <laughs> wir machen, lass mal ausprobieren. Sollen wir einen Test machen? Stimmt mal ab in die Community bitte. Einmal in die Kommentare. Ob ihr Rezepttipps mit trennen haben wollt. Genau, sollen wir auch solche Videos drehen? Eins, schreibt eins rein für ja, zwei für nein. Ja. Okay, nice Content. Geil. Hat Spaß gemacht. Danke für deine <laughs> Meinung auf jeden Fall. Diesmal ein bisschen was, was Verstörendes, ist, Lustiges. Was es nicht alles gibt, ne? Ja, Mann. Aber der Bezug zu Bodybuilding war da. Ja, da können wir jetzt nicht sagen: Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Genau. Sehr gut. Pflicht erledigt. Hat Spaß gemacht. Danke, Mike. Und zum Ende hin, wenn ihr Bock habt, mich zu unterstützen, dann geht das zum Beispiel bei meinem Supplement-Sponsor Big Zone. Hier habe ich zum Beispiel mal die Omega-3-Fury mitgebracht. Omega-3 ist eines der wichtigsten Supplements überhaupt. Und dementsprechend würde ich an allem sparen, nur nicht an Omega-3. Deswegen ist es bei mir auch jeden Tag mit 4 bis 6 Kapseln drin. Wenn ich aktiv im Training bin und das Gefühl habe, mehr Entzündungswerte zu haben, nehme ich 8 bis 10 Kapseln am Tag. Meinen Coachings ze schreibe ich 10 Kapseln am Tag auf und in zig Blutbildern kann ich dadurch sehen, dass sich der Omega 3 Index im kardioprotektiven Bereich von 8 und rüber befindet. Ohne geht das leider nicht. Das hier sind hochwertige Omega-3s, das heißt, es sind reine Triglyceride, du hast ein 2 zu 1 Verhältnis von EPA zu DHA und du hast 750 Milligramm Wirkstoff an EPA und DHA pro Kapsel, was verdammt stark ist. Also insofern schaut da gerne vorbei und gönnt euch das oder ganz viele andere Subs mit dem Coach Mike10. Und ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit, also schreibt doch hier gerne in die Kommentare was ihr zu diesem Video sagt, wie ihr das findet. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Ähm, folgt ihr dem vielleicht zufällig? Das wäre ja witzig, wenn hier ein paar eingefleischte Fans von ihm wären. Dann könnt ihr sehr gerne, das macht ihr ja manchmal, in den Kontext setzen, wie man das vielleicht einzuschätzen hat. Kennt ihr seinen ganzen Content? Wie ist das hier zu bewerten? Was macht er sonst so? Na, das würde mich auch interessieren. Wie ist der so zu nehmen? Ist der für voll zu nehmen? Macht er sonst guten Content oder ist es wirklich nur so Satire? Ähm, insofern, Dankeschön dafür. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Aromac Bodybuilding. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction, cause you hold the power you're as long never as you're dreaming. Gonna make it.